Wenn ein Karagor angreift, hast du zwei Möglichkeiten. Erledige ihn oder friss Staub. Du wirst einen Karagor nicht beim ersten Versuch besteigen. Mach mich ein Schlag, kostet das zu lernen. Wenn der Karagor blutet, machst du's richtig. Wenn er dich tötet, hast du's falsch gemacht. Ja. Der ist einfach weggegangen. Ist. Was ist das denn? Ach, das ist seiner. Ja, ganz andere. Genau so lange brauche ich auch, um einen zu zähmen. Du bist wohl ein Naturtalent, Jungchen. Du hast dich gut geschlagen. Wo hast du das gelernt, Jungchen? Ich kam vom Schwarzen Tor. Das Schwarze Tor? Ist es schön da? Klingt echt trostlos. So, jetzt jagen wir. Was sind Vieh? Suchen wir ein paar Uruks. Mal sehen, ob deine gezähmte Bestie für dich kämpfen wird. Es heißt der Waldläufer. Ja, der Zwerg, der auf einer Bestie reitet. Ist so was. Was für ein Spaß. Ich bin nicht gerechter als du, Waldläufer. Wirf sie nieder! Der Karagor kümmert sich um den Rest. Das war nicht haltet den Karagor! Er wird den Zwerg zerquetschen! Euch zuerst den Karagor! Karagor ist gewaltig! Doppelte Punkte! Siehst du, Jungchen? Ach, krass. Selbst die wildeste Bestie kann nützlich sein. Das war gerade. Jagst du schon lange in Norden? Zwerg? Seit vielen Jahren schon. Früher war das Land grüner. Nun geht es langsam seinem Untergang entgegen. Wie überall in Mordor. Ja, aber der Untergang macht die Jagd interessanter. Karagor? Ich werde an ihn. Ja, kannst du einen Karagor reiten. Aber kannst du dabei auch schießen? Warte! Kümmere dich um die Augen! Überlass du die Orks am Boden mir! Die Welt war jung, die Berge grün. Kein Fleck war auf dem Mond zu sehen. Kein Wort gemeißelt in den Stein. Ich lock die Außen der Nachtstände. Er benannte fleißig Berg und Tal. Aus Quellen trank er zum ersten Mal. Er beugte sich über den Spiegelsee. Seine Sternenkrone. Über den Schalten zeigt hoffentlich versenkt das Feuer nicht meinen Bart. Dieser Schmied repariert. Hab ich da gerade etwas gehört? Hau den von seinem Haus hier! Nein! Oh nein! Junge, wir haben ja. Siehst du, Jungchen? Selbst die wildeste Bestie kann nützlich sein. Jagst du schon lange in Norm, Zwerg? Seit vielen Jahren schon. Früher. Kannst du dabei auch schießen? Auch es Sklaven einrichten konnten. Kümmere dich um die da oben! Überlasse die Orks am Boden mir! Die Welt war jung, die Berge grün. Kein Fleck war auf dem Mond zu sehen. Kein Wort gemeißelt in den Stein. Als du in der Wacht ging allein. Ich habe die Spur verloren. Dein Glück! Die Welt war jung, die Berge grün. Kein Fleck war auf dem Mond zu sehen. Ein Wort gemeißelt in den Stein. Als du in der Wacht und ging allein. Er nannte fleißig Berg und Tal. Aus Quellen trank er zum ersten Mal. Er beugte sich über den Spiegelsee. Seine Sterne. Ich dachte, Orks wären zu dumm, um Feuer zu machen. Oh, Scheiße. Schieb die Sklaven.
Gut, Jungchen. Du beherrschst die Grundlagen. Suchen wir uns neue Beute. Wir suchen noch ein weiteres Lager. Das soll deine letzte Prüfung sein. Kämpfe ganz nach Belieben. Ah, gehen dir die Lektionen aus? Wann gehen dir deine Widerworte aus? Du musst schnell reagieren. Wenn wir dem Graub begegnen, kann ich dir nicht ständig helfen. Bei der Jagd geht es um Disziplin und darum, selbst den perfekten Moment zu erkennen, statt darauf hingewiesen zu werden. Einst verfolgte ich einen großen Adler zu seinem Nest. Ich habe von ihnen abgelassen, schon bevor sie mich auf die Felsen schmetterten. Es stünde frisches Fleisch für uns bereit. Das hatten die anderen bereits alle in ihre gierigen Mäuler gestopft. Habt ihr das? Wir holen uns hier Blut in die Beine! Lass dein Zorn liegen. Ich hätte das Essen besser rationieren sollen. Zerr die von deinem Biest! Knöchelbeißer! Nein! So. Was? Hä? Holt euch zuerst den... Wo? Gut, Jungchen. Du beherrschst die Grundlagen. Suchen wir uns neue Beute. Wir suchen noch ein weiteres Lager. Das soll deine letzte Prüfung sein. Kämpfe ganz nach Belieben. Gehen dir die Lektionen aus? Wann gehen dir deine Widerworte aus? Du musst schnell reagieren. Wenn wir dem Graub begegnen, kann ich dir nicht ständig helfen. Bei der Jagd geht es um Disziplin und darum, selbst den perfekten Moment zu erkennen, statt darauf hingewiesen zu werden. Das verschweren wir, wenn die sie greifen an. Einst verfolgte ich einen großen Adler zu seinem Nest. Ich habe von ihnen abgelassen. Das ist kein Schwierigkeits- schon bevor sie mich auf die... Ich habe hier draußen schon länger überlebt als alle anderen. Und wurde immer noch nicht befördert. Torwin ist zu ruhig. Irgendwas stimmt da nicht. Geh zu ihm, Talion. Vielleicht sollten wir den Jäger aufspüren. Äh.
Ich werde dich mir schmecken lassen, Zwerg! Torven braucht Hilfe. Über Geister, die vom Himmel auf die Rücken der Uruks springen, sind nichts weiter. Das ist der Geisterjagd! Damit du's weißt, ich hatte ihn! Okay, wir haben's. Was hat der Ritter auf einem Karagor mit einem Graub zu tun? All diese Fragen, Jungchen. Ich dachte, du solltest Anweisungen befolgen. Du beanspruchst meine Geduld, Torben. Pass genau auf. Und entwickle Respekt für die Bestie. Um sich dem Graub zu stellen, brauchst du Geist und Stärke. Denk dran, auf der Jagd verdient man sich Respekt. Wer weiß, vielleicht würde ich nochmal mit meinem Herrn anreden. Nice. Abgeschlossen. Mächtige Beute. Dieser Zwerg ist weit weg von zu Hause. Nicht alle, die wandern, sind verloren. So, ich war da noch ein Turm, ne? Ah nein, wir sind ganz woanders jetzt. Wir sind ganz woanders. Wir haben da gestartet, aber sind dann auf einmal hier. Die Map ist aber auch klein, ne? Also wir können jetzt wieder zu Dingens gehen oder wir machen das hier wieder. Ich glaube, wir machen mal hin und her. Ich würde sagen, wir machen das wieder. Heißt hier schnelle Reise. Aber eigentlich wollte ich das beenden, ne? Ja, das können wir auch. Ja, ich würde sagen, wir machen hier trotzdem Cut. Ich kann ja gleich hier wieder weitermachen. Bis dahin, ciao. So, dann bin ich wieder für euch. Ja, dann lass uns mal reingehen in die Macht des Geistes. Oh. Macht 14. Kehrst du zurück? Du bist noch nicht fertig. Woher wusstet ihr, wo ich dies finden kann? Er hat es mir gezeigt. Ihr habt mir nicht gesagt, was ihr von mir erwartet. Nur, dass du lernst, wozu du wahrlich fähig bist. Finde einen Ork-Anführer, mach ihn zum Häuptling und all seine Krieger sollen dir gehören. Und wohin soll ich diese Armee dann führen? Bring sie zu mir und ich zeige es dir. Okay. Jetzt wird aber... Marvin wollte, dass wir ihr eine Armee schaffen. Wir werden keine Armee errichten. Wir werden sie kommandieren. Wir müssen einen Uruk-Hauptmann finden und ihn zu einem der unsrigen machen. Nicht weit von hier ist ein Sklaventreiber namens Gublik. Er soll unserer Sache dienen. Karagor reitet. Spar deine Energie, finde dich, nur kleiner Wurm. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Nehmt ihn sein Schwert! Bam! Kopflos durch die Nacht. Wo Sklaven gefoltert werden, finden wir auch diesen Hauptmann. Wobei, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Und da irgendwie müssen wir hochklettern müssen. Die fallen eh so auf. Wenn wir jetzt am Kauro rumhampeln, müssen wir das sehr sneaky machen.
Hast du das Essen der mehr als ich erwartet hatte. Mehr, die wir töten müssen, um an den Hauptmann zu gelangen. Was ist der? Dein Hauptmann beherrscht hast. Heute. Steht nicht drin. Noch mehr Sklaven sind verblutet, Hauptmann. Dann bring mir stärkere Sklaven oder du spürst meine Peitsche. Grublik. Der Auspeitscher. Verdammt. Merke meine Worte. Gondor hat keine Chance gegen die Burg von Morgoth. Du kannst auch nur das Schlechte sehen. Gondor kann sich schon allein gegen jeden Feind verteidigen. Mach doch die Augen auf. Hast du nicht gemerkt, dass wir gezwungen werden, Festungen zu bauen? Ich bin geneigt, zuzustimmen. Diese Orks sind ganz anders als alle, die ich bisher gesehen habe. Ja, kotzen, Alter. Wie sie alle am Kotzen. Dass wir vom großen Lavalier abstammen. Wirklich? Wenn das so ist, dann fließt edles Blut durch deine Adern. Ja, wenn der aus Barahirs Blutlinie stammt, bin ich ein Zwerg von Erebor. Lass einen alten Mann doch träumen. Wenn ich den Orks nur entkommen kann, dann könnte ich... Ich habe Durst! Bring mir Blut! Diese Berge wimmeln nur so von Grauks. Die verputzen dich zum Frühstück, das kannst du mir glauben. Kommt, Axt. Die Rundblätter in Irre. Wie zeigen diese Orks ihre Gruß? Diese Dinge sind so schön zu bändigen. Sie sind alles andere als zahm. Vermutlich hast du recht. Die meiste Zeit sind sie gegenüber ihren Führern genauso gefährlich wie gegenüber allen anderen. Schleicht da jemand umher? Schnell tot! So. Einmal habe ich den Grabwandler gesehen. Aber groß wie groß und nichts als versinkte Erde zu. Lieber auf, wir sind in der Überzahl. Ich hörte die Orks sagen, dass sie uns aufschneiden. Der Feindling ist abgehauen. Wenn wir unsere Arbeit nicht rechtzeitig beenden. Konzentrier dich einfach auf die Arbeit und hör auf, mich anzumotzen. Feiger Abschaum! Einfach abgehauen! Da war doch ein Geräusch. Wandler kann nicht so übernatürlich sein, wie die Orks glauben. Er muss irgendein verirrter Waldläufer sein. Mag wohl so sein, aber wie kann ein verirrter Waldläufer... Ich hab da drüben etwas gesehen! Überleben? Das ist gar nichts. Welcher andere Waldläufer kommt schon zurück von den Toten? Wozu soll ich euch... Grabwandler! Ich verspreche dir wunderbare Schmerzen. Oh ja... Du siehst mich nicht. Der Tag ist wohl abgehauen. Warum geht
trinken wir zuerst. Der Tag ist längst weg! Schneid die Arme ab! Ich brauch neue Knochen! Was? Jetzt haben wir's. Ich seh den Waldläufer! Auf die Knie, Wurm! Ich mach dich fertig! Keine Ahnung, was nicht ging. Kann mich nur hochziehen. Bring ich ihn halt um, wenn er zurückkommt. Die Bleichhaut ist längst weg. Ein toter Uruk! Scheiße! Warum ist er genau so gedreht? Der haut ab! Der haut ab! Hallo! Lauf da hinterher! Der Waldläufer! Brecht ihm die Knochen! Ah, jetzt. Nie und nimmer. Ich bin halt gesehen, aber ich... Ein Grauk ist ausgebrochen und nun soll ihn jemand... Es ist vollbracht. Er gehört uns. Dieser Hauptmann muss nun zum Leibwächter werden, wenn er je ein Häuptling werden soll. Es beginnt als bloßer Donnerschlag und wächst zu einem Sturm heran. Ich kann verstehen, was die von mir wollen. Nicht dahin? Oder wie? Ja, da gibt es einen Rekrutierungsmachtkampf. Ich weiß, dass die Orks schreckliche Angst vor ihm haben. Ich will nichts mit etwas zu tun haben, was diesen Monstern das Fürchten lehrt. Okay. Ach, die sind alle beherrscht. Schließt euch mir an oder spürt mein Schwert, Maden! Du bist kein Hauptmann! Abschaum! Ich muss Grublik dabei helfen, all seine Herausforderer zu besiegen. Was für ein Feind! Wenn ich nichts unternehme, schneiden sie unserer Marionette alle Strippen durch.
Ich muss mich in den Kampf einmischen. Schleicht da jemand umher? Unsere Pfeile verbessern seine Chancen. Sorry. Unser Schützling setzt die Furcht als seine Waffe ein. Und wir sind sein unsichtbarer Freund. Ein Freund in den Schatten, der alles sieht. So gebührt es einem Elben. Bitte zu mir, oder ihr liegt tot vor meinen Füßen. Jagt ihn nieder! Ich töte dich! Nee, der ist noch nicht. Nice. Unsere Gruppe. Nächstes Mal entkommst du uns nicht so einfach. Unser Hauptmann kämpft tapfer für uns. Auf mein Geheiß wird er diese Uruks durch Mordor führen. Bring das Licht! Stirb, Wurm! Sei mein Schwert! Du sollst gehorchen. Das ist das Ende. Komm! Nice.